Ja, nochmal zur 1290. Wir haben hier. Ich muss hier ein bisschen rangieren mit meiner Taschenlampe. Wir haben hier einen Klappenauspuff. Man sieht hier, da geht es zum Endschalldämpfer hoch. Und hier ist ein Mechanismus, der eine Klappe steuert. Mit zwei Zügen. Ja? Das heißt, das muss man sich vorstellen, da ist hier wie so eine Klappe drin, die kann zugehen, mehr oder weniger, und sie kann offen sein. So, dann geht das Abgas ungehindert durch. Und die Lautstärke natürlich. Ja? So, und im Leerlauf, also so wie sie jetzt hier steht, also kalt und nicht angelassen, ist diese Klappe offen. Ich hoffe, ich kann das zeigen. Mal gucken, ob man das sehen kann. Wenn man da hinten reinguckt, sieht man, die Klappe steht waagerecht. Das heißt, da geht voller Durchlass durch. Ja? So. Habe ich heute mal geguckt, ein bisschen recherchiert. Was macht diese Klappe überhaupt? Und im KTM-Forum konnte ich nichts finden, also was mich jetzt richtig weitergebracht hätte. Außer, dass das natürlich zur Lärmreduzierung dient im TÜV-relevanten Bereich. Also im Bereich der, ich glaube, 93 Dezibel, die sie bei 4000, schieß mich tot, Umdrehungen haben darf. Ja? Also wenn du in dieser Drehzahl bist, dann macht sie zu, soweit, dass dieser Wert erreicht wird. Verbessert mich, wenn ich was Falsches sage. Weil selbst im KTM-Forum wusste das nicht jeder. Also wusste ich keine Antwort so zu registrieren, dass mir das eingeleuchtet hätte. Ja? Wenn ihr da eine Antwort habt, was macht dieser Klappenmechanismus hier? Wofür ist der gut? Ja? Gut, ein bisschen Widerstand beim Ausstoßen dient vielleicht dem Drehmoment in niedrigen Drehzahlen, aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Was macht dieser Klappenauspuff? Was macht dieser Klappenmechanismus? Weil wenn du sie anlässt, dann klingt das richtig, boah, kernig, ne? Wenn du dann fährst, wird das leiser. Also bei normaler Landstraßentemperatur, hätte ich bald gesagt, bei normalem Landstraßentempo, höre ich quasi den Auspuff wenig, ganz wenig. Ja? Ganz wenig. Es kann aber sein, dass der bei höheren Drehzahlen, was weiß ich, 7000, 8000 oder so, wieder aufmacht, damit da mehr Gase durch können. Es ist ein Rätsel und bleibt ein Rätsel. Und wenn das KTM-Forum schon nicht weiter weiß, also, dann bin ich auf euch angewiesen. Wäre schön, wenn ihr mir einen Link oder eine Erklärung in die Kommentare schreiben könntet. Danke. Alles Gute.